Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Hört mal genau hin. Ich hoffe, man kann es richtig hören, denn ich habe einen Mod installiert, und zwar den Isaac Musik Klassiker Mod. Ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall, die alte Musik ist wieder drin. Ich habe mir überlegt, wir haben so viele Challenges jetzt gemacht. Nur noch Solar System muss ich jetzt offscreen machen. Den Rest habe ich eigentlich schon offscreen erledigt. Also den wir noch nicht... die wir schon gestartet haben, habe ich schon erledigt. Bis auf Solar System, das mache ich noch. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal einen Hardcore-Run mit Isaac. Denn mit Isaac haben wir schon länger keinen Run mehr gemacht. Und wenn wir jetzt schon mal da sind, können wir es doch mal tätigen. So, eine schöne Neuerung. Weihnachten ist vorbei und wie ihr seht, es ist irgendwie alles ein bisschen anders proportioniert. Ich habe nämlich einen Monitor, einen neuen. Einen schönen neuen, der endlich mal 1080p hat, also endlich mal einen Full-HD-Monitor. Das ist der Seed für diesen Run. Endlich. Das ist, Gemini, ne? Ne, Leo. Auch cool. Leo ist ziemlich cool am Anfang, weil man dann schön alle Steinchen kaputt machen kann. Und kaputt machen ist immer super. Ich hoffe, die Audioeinstellungen sind gut. Einmal kurz gucken. Ja, das sieht ganz gut in Ordnung. Das sieht ganz in Ordnung aus. So. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre Gemini oder, hier. Wer ist denn das andere? Das Capricorn. All Stats up. Aber egal, will mich noch nicht beschweren mit Leo. Leo ist witzig und cool. Ein cooler Leo. So, oh, schick. Und ich mal wieder Isaac Run. Das ist echt schon lange her, seit dem letzten. Weil ich wollte halt immer viel freischalten. Und nun ja, mit Isaac bin ich schon relativ schnell an den Punkt gekommen, wo ich alles freigeschaltet habe. Oder freigeschaltet habe. Nämlich freigeschalten. So. Ja, Freunde. Ihr sollt euch nicht immer verstecken hier. So. Zweiter Down. Dritter Erfolg zugleich. Vielen Dank. Willst mich verarschen? Danke. So. Hier natürlich alles zerstören. Guck mal, da kriegen wir richtig schön viel Geld. Sehr herrlich. Leider bisher noch kein Tinted Rock. Das wäre natürlich noch die Krönung des Eisbergs. Der Gipfel des Eisbergs vielmehr. Aber gut. Die ganzen Challenges mache ich irgendwann anders, aber ich glaube so mit der Zeit ist es auch ein bisschen langweilig, wenn ich immer nur die Challenges mache. Die mache ich natürlich... Oh, schön. Mache ich natürlich noch fertig alle, aber jetzt erstmal nicht. Die Steine sind ganz schön laut, ne? Kommt mir auf jeden Fall so vor. Guck mal. Schön viel zum Zerstören, ist ja herrlich. Bam, 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 bam. Ist hier auch wieder. Es lohnt sich ja jetzt sogar in den Shop zu gehen. Mensch, 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 das hat man selten. Ist die Frage, ob sich das mit dem Schlüssel lohnt. Weil ich halt die Schlüssel eigentlich immer lieber für die Goldräume nutze. In so einem ordinären Run. So, jetzt mal alles schon kaputt machen. Gabubenmare. So, herrlich. Hier ein großer Raum. Das ist generell eine ziemlich große erste Ebene, ne? Also hier muss ja ziemlich sicher irgendwie ein Geheimraum oder sowas drin sein. Sonst bin ich enttäuscht. Wir müssen natürlich aufpassen! Oh! Mit den Scheißviechern. So, okay. Mal gucken, können wir uns gleich wieder aufladen. Uff! Einmal kurz eine Bombe. Ach, verdammt! Ich wollte auch eine Bombe legen, nur. Und ich bin enttäuscht vom Spiel, weil hier keine Luke ist. Mann! Gemini! Dich habe ich gesucht. Zwar nur indirekt, aber... Mann! Ist doch eklig. Wenn man das Gemini-Baby zuerst tötet, dann schaltet man ja den Keller frei, ne? Aber ich glaube, das haben wir schon gemacht. Also es würde mich wundern, wenn wir es noch nicht gemacht hätten. Ich probiere es trotzdem mal. Naja, haben wir jetzt freigeschaltet. Ist doch kein Thema, ist doch kein Thema. Und stirbt. Vielen Dank. Krieg ein HP ab, immerhin. Ich meine, wir haben schon Damage abbekommen und Stompy sind wir auch. Ich glaube, ich nutze sogar den Schlüssel. Für Le Grande Shop. Und schauen wir mal, was da ist. Der Boomerang. Hm. Und ein Pay-to-Play. Nee. Kaufen wir lieber das und diese hier. Rerollen können wir. Damage ab. Nice. Also Damage und Challenge ab, aber dann nehme ich die Challenge gerne in Kauf. Ich meine,
In der ersten Ebene schon 2 Damage-Ups ist schon ziemlich krass. Okay, vielleicht hier. Nice. Hm, 3 Bomben. Und ein Seelenherz und ein Schlüssel. Herrlich. Das ist eine super erste Ebene. Richtig knorke, finde ich das. So, mal alles hier zerstören. Nice. Dann hole ich mir nochmal den Akku. Ich weiß, ich trödel ein bisschen. Eigentlich muss ich mich ein bisschen beeilen. Wegen des Challenge Rooms. Oder wie? Boss Rush, genau. Denn man kann, glaube ich, im Hardcore-Modus nur im Boss Rush was freischalten. Boss Rush was freischalten. Ihr versteht. So, mal hier schnell noch eine Bombe legen, um zu gucken, ob da was ist. Schade. Aber vielleicht hier unten. Na, ha, ha? Auch nicht. Ach, egal. Gehen wir einfach weiter. Ich vertrödel so viel Zeit. Aber es war schon mal eine sehr, sehr schöne erste Ebene. Hier kommen wir natürlich nicht rein. Gehen wir doch mal erstmal hier rechts. Okay, blaue Spinnen und blaue Fliegen. Ist nicht schlecht. Und wir machen echt schon guten Schaden. Und wir können schon Scheiße zertreten. Das ist doch super. Was braucht man mehr im Leben? So. Nach oben. Ich hasse diese Viecher übrigens, ne? Ich mag die überhaupt nicht. Diese Dickdars. Alter, immer noch nicht? Wir haben bisher jeden Stein zerstört. Wir kriegen einfach keine Luke oder irgendwas in der Art. Wir haben nur Tinted Rocks bisher gekriegt. Ich meine, die waren auch gut, ne? Das ist keine Frage, aber trotzdem. Ein bisschen mehr hoffe ich mir da schon. Wenn ich schon Leo in der ersten Ebene krieg. Paradise ist okay. Das soll uns nicht stören. Erstmal wollen wir doch den... Ah, da ist der Goldraum. Ehrlich. So, bam, bam, bam. Und nice. Wir sind auch schon relativ weit, ne? Ich glaube, ich habe 76% das letzte Mal gesehen. Also bei den Achievements. Oh! Cool. Unsere Stärke wird leider zurückgesetzt. Schade. Wobei? Ne, die Stärke bleibt. Nur von dem Laser ist sie anders. Das ist cool. Es entwickelt sich doch prächtig. Technology mag ich sowieso sehr gerne. Egal welches ist. Einfach weil die ziemlich guten Schaden macht. Offensichtlich. Ich frage mich nur, ob da auch sowas wie diese Geistertränen, diese Spectral Tears funktionieren. Das wäre gut zu wissen. Natürlich sind da solche Viecher drin. So, hier muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht falsche Sachen zerstöre. Hui! So. Oh, schön viel Geld. Immer schon alles zertreten, zertrampeln, zerstören. Herrlich. I love it. So. Jetzt haben wir schon durch diesen Raum allein nur genug für den Shop, dass sich der lohnt. Hier oben nochmal zerstören, herrlich. Also ich finde, wenn man alles zerstören kann in so einem Raum, das macht Spaß. Okay, was haben wir denn hier drin? Die Nun's Habit. Und die Watch. Die Nun's Habit nehme ich auf jeden Fall mit. Dann das Seelenherz und dich zerstöre ich mal. Ach, natürlich. Natürlichmente ist da nichts drin. Na gut. 15 Münzen für die Uhr hätte ich schon gerne. Das wäre ziemlich cool. Ich dachte, ich glaube, ich habe die Bombe ein bisschen verlegt, ne? Na egal. Gehen wir erstmal weiter. Let's get along. Was wollte ich sagen? Let's get weiter einfach. So. So und so und so. Okay. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir nur 2 Schaden machen mit dem Laser. Und sonst gehen zwar mehr, aber trotzdem. Könnte besser laufen. Gut. Ganz eben ist erforscht, also weiter. Zu Dingle. Meningle. Irgendwie kriegt man da voll den Epileptischen, oder? Also für Epileptiker ist das Spiel nicht sonderlich geeignet. Allein schon das... Ui! Wenn die Gegner so rot blinken durchgängig, mit der Technology zum Beispiel, stelle ich mir schon anstrengend vor. Aber mit Technology hat man immerhin keine Probleme, irgendwie den Gegner zu treffen. So. Nee. Oh, das ist schön. HP und Tears up. Aber Shot Speed down, aber das soll uns ja nicht stören. Oh, ein Sacrificial Dagger. Sehr schön.
Und den Kollegen nehme ich auch mit. Das Auto-Turret. Die Missing Page 2 nicht. Die ist doof. Okay. Haben leider keine Bomben mehr, um irgendwas zu suchen, deswegen gehen wir einfach weiter. Sonst hätte ich noch sehr gerne den Secret Room gesucht, aber es sei uns nicht vergönnt. Wie lange sind wir denn unterwegs? 8 Minuten, okay. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Concentration koordinieren hier. Lass mal einen übrig, damit wir hier alles austesten und aufsammeln können. Oh, Tears Up, sehr schön. Zweimal sogar. Herrlich. Das Geile bei dem Laser ist natürlich, dass er auch so Piercing ist. Also, dass er überall durchschießt. Gut, bis auf Steine, aber sonst. Okay. Nice. Wir haben auch schon eine gute Schussrate mit unseren restlichen Tränen, ne? Also mit den normalen Tränen. Zack. Nice. Noch ein Bömmchen und weiter geht's. Wir stellen uns gut an. Doch, doch. Ui. Das war doof. Bei euch muss man natürlich immer aufpassen. Boah. Ihr schießt doch immer gleichzeitig, ne? So nervig. Oh, der Master Key. Schick. Guck mal, schön durch alle durchschießen hier. Bam, bam, bam. Bang, boom, bang. Wir haben natürlich auch den Champions Belt. Der ist natürlich dementsprechend auch nicht zu verachten. Was haben wir hier? Speeddown. Naja, ist ja nicht so schlimm. Kann man verkraften bei unserer momentanen Situation. Jetzt sind wir eben der laserschießende Panzer. Zack und zack. Und ein Schlüssel, super. Wir haben natürlich durch die ganzen Challenges und sowas alles ein paar Sachen freigeschaltet. Was ich ziemlich cool finde. Ich habe es selber noch nicht groß was Neues entdeckt. Also ich habe ja auch ein bisschen privat dann was gespielt, aber Private Gaming. Aber ich habe nicht viel gesehen. Also nicht gespoilert oder so. Oh, der lebt ja noch. Mensch. Ja, moah, der lebt ja noch. So. Muss mir echt merken, dass ich Leo habe. Ein Kings of Leo. So. Nice. Dich noch mitnehmen hier. Na komm, stirb. Danke dir. Und du ja auch. Perfekto, Luigi. Sehr schön. Gehen wir nochmal hier rein. Nein. Das schon eher. The Virus ist ganz cool. Ich möchte aber lieber nichts zertreten, sonst wäre ich noch vergiftet oder in irgendeiner Weise betäubt. Den Schlüssel nehme ich aber gerne mit. Faktisch umsonst. Dich aus der Entfernung töten. Perfekt. Was haben wir hier? Range Up. Das ist ganz gut. Kommen unsere Restschüsse noch ein bisschen weiter. Hallo? Oh, das war knapp. Na komm. Ich weiß nicht, ob der hier oben... Nee, das ist... Okay. Das ist so ein roter. Nur in grün. Das ist ein roter in grün. So, was haben wir hier? Wir haben ziemlich viele Pillen heute, ne? Möchte ich aber lieber nicht haben, sondern... War da ein Titel Rock? Nee. Hab ich mich verdacht. So, was haben wir hier? Okay. Kann ich mit leben mit dem Raum? Damit kann ich leben. So. Nice, nice, nice. Können wir das so immer antreten, dass wir... Perfekt. Was kriegen wir? Eine Pille. Mit... I found Pills. Und jetzt sehen wir super derpy aus. Gehen wir weiter. Mega Maw. Da muss man, glaube ich, einfach nur hier heranstellen, oder? Kriegt auf jeden Fall gut Damage ran. Mega Maw ist ja auch noch die schwächere Version von seinem. Von den Kerlen. So. Haben wir ein halbes jetzt Schaden bekommen, aber ist ja nicht so schlimm. Komisch nur, dass kein Devil Deal gekommen ist. Na, die Chance lag bei 70%. Also. Und mein Glück ist jetzt nicht so schlecht, was solche Sachen angeht. Aber gut. Es sollte nicht sein. Und dafür, dass im Hard Mode weniger Herzen kommen sollen, habe ich ziemlich viele Herzen, muss ich sagen. Jetzt sind wir auch einfach nur gut. Das kann ja auch so sein. Einfach der Boss. Bosshaft. So, zerstören wir das hier nochmal. Vielleicht könnte da was drunter sein.
Ist es aber nicht. Schade. Okay. Gucken wir doch mal hier, ob da was ist. Yeah. Und für unsere eine Münze kriegen wir nichts. Gut, ist hier noch was? Nein. Schade. Hm. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Ich weiß, wir haben noch einen Raum, den wir noch nicht erkundet haben, aber... Who cares? I don't. So. Ab, ab, ab. Sehr schön. Das war jetzt die dritte Ebene, Alter. Ich trödel ganz schön heute, ne? Aber das darf ich auch mal. Hin und wieder darf man trödeln. Guck mal hier. Combo Breaker. So. Du wirst auch gebreakt. Du genauso. Und du hier oben auch. Dankeschön. So. Oh, 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 oh. Gut, dass wir noch schießen können. Von der anderen Seite unseres Kopfes. So. Dadurch lohnen sich natürlich auch diese ganzen Tiers ab und sowas, ne? Ist schon ganz lohnenswert. Jojo. Oh. Da wir natürlich noch ein bisschen Knockback haben. Das ist natürlich bei solchen Kollegen ziemlich schön. Ich glaube, bei sowas, bei so jemandem wie Isaac oder so, ist die Technology 2 ziemlich nervig. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Vielleicht kriegen wir noch so ein Polyphemus oder sowas, ne? Ganz normal, sich sowas zu wünschen. Ah, guck mal. Two of Clubs bringt uns nicht viel. Death bringt uns schon mehr. Okay. Leo ist echt ein super Item. Damit kann man einfach mal alles zerstören. Die Pilze möchte ich mal lieber in Ruhe lassen, weil die uns auch vergiften können eben. So. Perfekt. Genau wie ich es haben wollte. Die Pille lasse ich auch mal lieber in Ruhe, sonst kriege ich da viel Schaden von. Alter, ich hasse euch. Gut, dass wir den Sacrificial Dagger haben. Den vergesse ich die ganze Zeit, weil wir so aus der Entfernung treffen. So. Riesiger Raum. Ich würde mal sagen, riesiger Tod. Bam. Alter, bin ich denn behindert? Ich denke schon. Was ist denn los? Ich weiß es doch nicht. Oh. So. Und wer ist diesmal dran? Ich weiß, wir haben noch einen Goldbomb übrig. Girly Minerdy! Ein sehr freundlicher Boss. Ich mag ihn gern. Doing a girly. Ich mag ihn gern. Oh. Unser Speed könnte doch höher sein, muss ich sagen. Wie man sieht. Eindrucksvoll. Isaac möchte es nur beweisen, wie dringend wir Speed brauchen. So, haben wir hier nach oben gezogen. Wieder runter. Das ist ein schöner Bosskampf. Mal wieder runter. Superb. Superb, superb. Herrlich. Keinen einzigen Schaden genommen. Und wir kriegen sogar einen Satan-Skill. Und Speed Up und Size Down. Perfekt. So, Paralyzes nutze ich mal, damit ich es nicht irgendwann sonst nutze. So. Krampus, ich habe dich schon erwartet, ehrlich gesagt. Dass du genau in unser Sacrificial Dagger reingelaufen bist. Und ich muss mir aufpassen, denn unser Speed ist nicht so hoch, dass ich da noch schnell rauslaufen kann. Aus seinem Strahl. So, da habe ich gut aufgepasst. Ja, okay. Oh, wir kriegen einen schwarzen Strahl. Yeah. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Macht er auf die Entfernung dann einfach mehr Schaden. Wird er auch größer am Ende? Ne, bleibt immer gleich groß. Oder ich sehe es nur nicht, weil mein Bildschirm gerade ein bisschen dunkel ist. Naja. Oder ich möchte es einfach nur nicht sehen. Das könnte natürlich auch sein. Ich frage mich gerade... Och, bin ich denn noch deppert? Ich habe auch gerade auf Tab gedrückt. Das ist jetzt meine Ausrede. So, ich frage mich gerade... was habe ich mich gefragt? Ach ja, ob man das Item von Krampus rerollen kann. Ich meine, es ist ja eigentlich... Kann es ja nur... Och Gott. Krampus Head... Also Head of Krampus oder die Lamp of Coal sein. Deswegen würde es ja wenig Sinn machen, wenn man es rerollen könnte. Beziehungsweise eben nur das andere Item da rauskriegen würde. Habe ich schon mir so gedacht und deswegen habe ich nichts rerollt, okay? Okay, was haben wir hier? Oh, ein Fat Protector. Schön. Den mag ich gern. So. Und wenn wir jetzt schon hier sind, können wir auch den Rest erkunden. Und zwar diesen Rest. Oh, hallo Larry Jr. Ich wollte dich jetzt Gertie nennen. Hi from Pills, ja komm. Gib ihm. Bin ich denn. Doof. Bad Trip. Alter, ich krieg's aber auch richtig eingeschenkt gerade, ne? So. Sehr schön. Gibt zwei Shops. Beziehungsweise zwei verschiedene Räume. Temperance
Das war unfair. Das war sehr unfair. Dankeschön. Hyrule-Fans, danke. Was haben wir hier? The Sun, sehr schön. Und Justice. Okay, weiter geht's. The Sun ist eigentlich meine liebste Daro-Karte, weil sie einfach zum einen super stark ist. Super stark. Und zum anderen ist sie halt einfach cool. So, was kriegen wir von dir? Bad Trip, ja, die möchte ich nicht unbedingt behalten. Da habe ich doch lieber The Sun. Denn die macht Schaden bei Gegnern und hält uns voll. Ist eine gute Kombi. Dann gehen wir nochmal hier links rein. Weil es ist nur ein Herz Schaden. Und wir kriegen nichts. Naja. Weiß man ja vorher nicht. So, einfach straight durch. Oder nochmal den Schlüssel mitnehmen. So. Prächtig. Wo müssen wir lang? Nach oben. Okay. Und na, wobei, wir gehen nochmal kurz zum Shop. Ich trödel hier echt einen zusammen. Ja gut, den Boss Rush kriegen wir nicht hin. Den mache ich sowieso wahrscheinlich offscreen. Weil man durchs Reden doch sehr langsam wird. Oh, PhD. Sehr schön. Prächtig, prächtig. Da bin ich ja doch gewagt, nochmal kurz zurückzugehen. Das mache ich auch mal. Da bin ich doch gewagt. So. Mal hier zur Linken, bitte. Denn wir haben ja eine Pille liegen lassen. Hier. Nicht hier? Ach, die war beim Boss. Okay. Die Bad Trip Pille, meine ich. Diese hier. Was ist es? Walls of Steel ist es geworden. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob die verschiedenen Pillen verschiedene... Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bad Trip Pille habe und dann PhD nutze, ob die dann immer zu Balls of Steel wird. So, das wäre ganz gut zu wissen, muss man sagen. Aber gut, aber gut. Na 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 na. So. Och ja. Kurz mal gestreckt. Weiter geht's. Hallo? Jupp. Solche Räume mag ich eigentlich am liebsten. Solche Challenge Rooms. Mir macht es mir aber auch leicht. So ein paar Damage-Ups wären schon nicht schlecht, ne? Das werden sie eigentlich. Eigentlich hätten die Damage-Ups bekommen müssen, als wir die Technology bekommen haben. So in einem Rutsch halt. Aber gut, das weiß man ja vorher nicht. Das weiß man ja nicht. Ich meine, wir waren schon auf der ersten Ebene extrem stark. Kann man sich nicht beschweren, auf jeden Fall. So, zack, zack, zack. Nice. Kann man alles zerstören hier im Raum, wenn man schon mal da ist. Oh, was haben wir hier? Turf Diamonds, ja. Das machen wir dann mal. Das ist prima. Die Blank Card habe ich jetzt auch mittlerweile verstanden. Und zwar kopiert die ja einfach so eine Tarotkarte oder irgendeine Karte. Schallzart, okay. Gehen wir mal hier rein. Wenn wir jetzt die Seelenherzen schon haben. Und kriegen schwarze Herzen. Herrlich. I love it. So. Prächtig, prächtig. Gehen wir doch erstmal zum Goldraum, wenn wir ihn finden. Boah. Was ist denn los mit euch? So, vielen Dank. Und du stirbst auch nicht. War das nicht dieser explodierende? Oder muss der komplett schwarz sein? Ich dachte, die grauen wären die, die explodieren. Naja. So, please die. Oh, ein Eternal Heart. Und ein Seelenherz, Mensch. Glückliche Boss Daughter sind wir. Lucky Bastard. Hieß nicht so ein Auto von irgendjemandem? Ich glaube schon. Oh, Little Bastard hieß der, genau. Ich glaube von irgendeinem Rennfahrer hieß das Auto Little Bastard. So, Dankeschön. Ich wollte mich schon beschweren. Das war knapp. Doch, knapper als gedacht. So. Können wir jetzt mal... Dankeschön. Was kriegen, was ich brauche.